Achtung vor unseriösen Jobangeboten im Internet. An einem verregneten Nachmittag sucht Tina online nach einem Nebenjob. Dabei findet sie ein Angebot, das unglaublich scheint. Sie bekommt Produkte von verschiedenen Händlern und Privatpersonen nach Hause geschickt. Tina soll sie neu verpacken und ins Ausland weiter verschicken. Dafür bekommt sie eine großzügige Provision. Doch damit macht sich Tina strafbar. Denn die Produkte sind gestohlen oder mit kriminell erlangtem Geld gekauft. Achtung vor unseriösen Jobangeboten. Angebote von Fremden aus dem Internet sind manchmal verlockend. Aber wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Also Finger weg und am besten erst gar nicht darauf eingehen. Lieber sucht sich Tina ein realistisches Angebot heraus und informiert sich vorher in Ruhe über das Unternehmen. Dann kann auch bei ihrem neuen Job nichts schiefgehen. Wichtig: Wenig Arbeit für viel Geld. Kann das sein? Informiere dich gründlich über die Anbieterin, den Anbieter. Achte dabei auf die Bewertung anderer.